Auch hier arbeite ich wieder nach dem Prinzip, Abstände, die ich halt schon im Bild habe, nochmal zu nutzen, um daraus andere Körperteile abzuleiten, die ich halt noch nicht kenne. Zum Beispiel beim Auge war ja da die Frage, wie weit muss denn das nach hinten, dass es nicht irgendwie komisch aussieht, weil es zu nah am Rand des Gesichts oder zu weit hinten ist. Und da gucke ich eben in der Vorlage, wie da der Abstand ist und vergleiche diesen Abstand mit anderen Bereichen im Gesicht, den ich schon habe. Und dadurch kann ich mir diese Abstände wiederum auf mein eigenes Bild übertragen. Dieses Prinzip mache ich mir halt auch zunutze, um dann den Rand des Gesichts zu finden, wo halt die Haare anfangen, dass man da auch diese Linie nicht zu weit nach links oder zu weit nach rechts setzt. Also wirklich immer die Linien nutzen, die man schon hat, um dadurch auf neue Bereiche zu schließen. Das ist auch immer ein super Tipp, jetzt nicht nur beim Porträtzeichnen im Profil, sondern generell beim Porträtzeichnen.